Hallo und herzlich willkommen hier zum Part 3 von Amazia mit eurem Danny zu DLP TV. Ja, letzte Folge haben wir das Geheimnis gesucht, leider nicht gefunden. Heute werden wir es mal weitersuchen hier. Kann ja nicht so schwer sein. Ja, unsere Kate hat uns mal gesagt, wir sollen mal alle Lichter anmachen. Könnte ja sein, dass dann diese komischen Gespenster nicht kommen. Ja, dann werden wir das mal tun, werden wir mal ihren Rat befolgen. Und wir schauen heute mal weiter, was uns heute so erwartet, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, wir werden heute mal... Ich habe mir heute Nacht mal überlegt, wir könnten ja mal alle Räume abgucken, weil ich glaube, wir sind mal an einem Dachboden gewesen. Kann das sein? Dachboden. Und wir werden heute mal diesen Dachboden aufsuchen. Und werden wir das mal tun hier. Ja, meine Lieben, wie gesagt, letzte Folge war schon spannend, spannend, spannend. Leider habe ich dieses Rätsel noch nicht lösen können. Deswegen machen wir das heute hier. Versuchen wir es mit allen Taten und Drang, dieses Geheimnis zu lüften, verdammt. So, dann werden wir mal gucken hier. Ja, hier oben kommen wir ja nicht mehr rein. Da sind ja noch alle Türen zu und ja. Gucken wir mal uns mal die unteren Räume noch mal genauer an. Vielleicht finden wir heute den Weg hier. Geheimnisvoll, geheimnisvoll suchen wir hier irgendwelche Kinder. Ja, unsere Lena hat nämlich schon gesagt, ob ich diese Kinder kenne. Ich weiß es nicht. Also im Prinzip sind es meine Kinder, aber vom Prinzip her oder nicht. Ja, werden wir mal heute mal sehen hier, was sich so abspielt. So, dann gehen wir mal hier hin. Hier raus war nichts. Hier kriegen wir es nicht auf. Aha, ein Badezimmer. Ich glaube, von da haben wir nämlich geguckt. Ja, vielleicht ist hier irgendwo noch ein Geheimnis versteckt. Also hier ist nichts. Was hat das zu bedeuten, diese schwarze Striche? Ist das eine Ablagerung? Ist das Schimmel? Schlecht gelüftet? Aber es wird ja wohl einen Zusammenhang haben. Ach zu. Ja. Diese Blume sieht ein bisschen verwelkt aus, aber naja. Das sieht gut aus. Was ist dahinter? Aha! Nein! Guckt euch doch mal sowas an. Hätte ihr von mir kommen können. Und warum ist hier so ein Haufen Blut? Ja, ich glaube, hier war ich nicht. Für jeden Spammer ein Paradies. Ja, gehen wir mal den Weg hier weiter. Mal sehen, was uns hier. Aha! Aha! Dreh! Dreh! Andersrum. Ja, jeder Fleischer wäre neidisch für so eine Rutsche. Oder vielleicht schon. Okay. Gut. Ist hier vielleicht noch was? Aber hier ist doch zumindest ein Weg. Warum geht das hier nicht auf? Was ist hier los? Sagte das Floß. Und ging in die Hose. So, naja gut, dann gehen wir mal halt wieder hier raus, machen das mal zu, dass es nicht jeder findet. Kann man das wieder zumachen? Könnte man das wieder zumachen? Aha! Ja, wer weiß, wer sich hier noch umtreibt. Muss ja nicht alles wissen. Guten Tag. So, frisch gebadet und
Was zum Teufel war denn das, Dickes? Hands are bleeding, raw. I scrub and scrub, but the smell will not lift. How can I hold my children with these hands now? How can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction? Ja, wir sind schon auf den richtigen Weg. Werden wir mal sehen, was uns jetzt noch erwartet. Und ich frage mich immer noch, warum man solche Gitter am Bett haben muss. Ja, erinnert mich an manche Clubs, wo ich nie war. Nein, war ich nicht. Nein, 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 nein. Ist alles was Behauptung. So, machen wir hier dieses schöne Stübchen wieder zu und folgen mal dieser Blutspur, die hier endet. Hau weg. Okay, hier vorne ist ein kleiner dicker Mensch weggelaufen. Wenn das ein Mensch war, weiß ich nicht. Werden wir ihn mal verfolgen. Ich denke mal, dass er hier lang gelaufen ist. Und werden hier mal lang laufen. Haha! I am off the market. I will cry all the way home. I will have none. I will have none. Ich will nicht, ich will gar nichts davon. Ja, das kenne ich. Aha! 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 Ja. Komischerweise ist jetzt hier die Tür auf. Wenn ihr das wieder erkennt, hier haben wir das Werkzeug. Ich hatte es schon gesagt, dass die Tür irgendwie aufgehen muss. Warum die jetzt auf ist, weiß ich nicht. So einfach kann es gehen. Okay. Da waren wieder diese zwei Kobolde. Kinder. Eine Tür. Aua! So. Und damit sind wir draußen bei diesem schönen Londoner Wetter. Das ist ja mal ein geiles Gefährt. So, kommen wir vielleicht hier oben rein? Nee, können wir nicht. Dann müssten wir jetzt mal... Aha, wieder diese Schweinemaske hier. Und wie ich das hasse, in dunkle Keller zu gehen. Ja, ich bin nämlich nicht so mit der Dunkelheit verbunden. Auch in real. Ich kann im Dunkeln nicht laufen, also ich brauche immer eine Lampe. Und da rein will ich sowieso nicht. Aber was bleibt mir anders übrig? Hallo? Hallo? Nein! Nein! Das steigende Wasser sind mir auf die Nase gefallen. Mann, oh Mann, oh Mann. Was die alles mitmachen muss bei diesen Let's Plays. Immer wirst du aufgehangen, immer schrecken sie dich und immer fällst du auf die Nase. Ja, wo sind wir denn jetzt gelandet? Hier ist ja noch dunkler, wo ist meine Lampe? Super, jetzt habe ich hier nicht mal ein Licht. Tja, hoch kann man ja nicht mehr. Also können wir bloß noch tiefer. Come on, slow coach. It's this way. Komm schon, du Trödler, hier entlang. Was bin ich denn noch überall jetzt hier? Nein! Hier klingelt schon wieder Telefon. Und diese Werkzeuge machen mir ein bisschen Bange.
Ja. The shaking ground you feel is our attempt to clear the floodwaters. Treachery, Mandus. We were undone. Your children are trapped by this act. You must find them before it is too late. What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, Mandus. Through the piston room and into the tunnels. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. But you must be swift, my little friend. Ja, und wenn man das mal sieht, das sieht doch aus wie ein Gesicht hier, oder? Ja, wir müssen jetzt irgendwie durch den Keller, durch den Kanal klettern. So wie ich das verstanden habe. Warum ist das hier so dunkel? Ja, irgendwer möchte nicht, dass wir hier sind. Warum zum Teufel habe ich hier keine Lampe mehr? Na! Da kam ein Fass gerollt, sagte der Wirt. Und ging in den großen Keller. Oh! Hallo? Da rennt jemand. Ja. Oh, was ist das? Was zum Teufel ist denn das für eine Maschine? Ist das die Schnapsbrennerei? Klack! Na, geh an. Ach nein, wir müssen hier was wechseln, oder was? Okay. Müssen wir hier gerade was anderes finden? Nein! Aua! Ja, zum Beispiel ist diese Zündkerze, nenne ich sie jetzt mal, kaputt. Wir müssen wahrscheinlich jetzt eine neue finden. Wie die auch immer ist, ich lasse jetzt mal die hier liegen. Und suchen wir uns mal eine neue, was zum Beispiel da liegt, oder? Das ist eine Dose, oder? Könnte sein. 1000 Volt. Ja, sieht gut aus. Strom! Herr Kapellmeister! Aha! Wir haben es geschafft. Was auch immer jetzt angegangen ist, ich weiß es nicht. Ja, hier kommen wir aber doch nicht schnell. Eine Winde. Was wir jetzt auch immer aufmachen werden. Ich hoffe, ich drehe in die richtige Richtung. Ja. War das jetzt in die richtige Richtung? Ich weiß es nicht. Drehen wir es nochmal richtig hoch. Vielleicht kommt da ja aber eher was. Ja, sieht eher aus wie die ganzen Fässer. Ich fühle mich ja laufend beobachtet. Ich weiß es nicht. Wir machen es mal wieder runter. Vielleicht hat das einen Sinn. So. Damit hätten wir das unten. Und wir müssten wahrscheinlich jetzt irgendwie mal hier runterkommen. Werden wir uns mal den nächsten Weg hier suchen. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Aber auch gefährlich, glaubt's mir. Nein! Na! Bandaged feet and eyes. Small bones in the orchard. I have carried this world on my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. Ja. Sieht schon ziemlich gut aus. Ich glaube, das haben wir jetzt richtig gemacht hier. Mal sehen, ob wir mal hier hoch
kommen? Nee. So, dann werden wir mal gucken, was uns hier noch so erwartet. Haben wir hier irgendwas vergessen? Dam, 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 dam. Ich bin mir doch fast sicher, dass wir hier hochlaufen können. Oh, wir kommen da hoch. Ich hätte es kaum gedacht. So. Aber hier, glaube ich, waren wir ja schon, oder? Oder nicht? Kommen wir hier raus? Oder haben wir jetzt den Computer überlistet? Tja, werden wir noch mal... Jetzt komme ich ja nicht mehr raus, oder was? Das ist nicht euer Ernst. Scheiß doch! Ach ja. So. Das sieht noch gut aus hier. Den werden wir noch mal ziehen. Ah. Ja, was ist jetzt passiert? Fast in den Tod gesprungen hier. Ah, da ist eine Tür aufgegangen. Guckt euch das mal an hier. Ja, wenn ihr... Nein! Ja, meine lieben Freunde, ich würde es euch ja ein bisschen heller machen, aber wir haben zurzeit keine Lampe hier. Wir müssen das nutzen, was uns zur Verfügung steht, also diese ulkische Neonröhre. So, dann werden wir nochmal hier hochgehen. Jetzt weiß ich nicht, jetzt weiß ich nicht. Hier oben ist sowieso die Tür zu. Also laufen wir mal hier hoch. Und da ist wieder ein Stromgerät. Ah! Ah! Ja, ich glaube, die Bude wackelt hier auf. Das klang nicht gut. Das klang wie ein Monster. Die Musik wird extremer. Oh oh. Ja, es hat aufgehört. Gott sei Dank. Freunde, wir müssen wahrscheinlich wieder so ein Teil suchen. Ja, hier ist die Türe noch nicht zu. Guckt ihr das an hier. Weg damit. Türe auf. Und dann... Da war jemand. Ah, die ist zu. Alles klar. Werden wir den... die Info mal folgen hier in der... hinterher rennen. Da ist er. Ich krieg ihn, ich krieg ihn, ich krieg ihn. Ich hoffe nicht, dass das jetzt eine Falle war. Weil die Tür ist zu, also wo soll er hin? Es ist ziemlich dunkel hier. Ja, hier kann es nicht weitergehen. Ja, meine Lieben, da würde ich sagen, war das jetzt der Part 3 hier. Haben ja heute viel geschafft. Und wir sehen uns dann im Part 4 wieder, wenn es heißt, knacken wir das Rätsel. Und ja, dann habt noch einen schönen Abend und danke, dass ihr zugeschaut habt. Euer DLP-TV mit euren Danny und euer Kate. Ja, ab geht's. Dankeschön.